bin Benedikt. Ich arbeite als Wassermeister bei den Stadtwerken Jena Netze. Wusstet ihr, dass in vielen Regionen Trinkwasser noch mit Chlor desinfiziert wird? In der Stadt Jena wird unser Trinkwasser mit UV-Licht desinfiziert. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier seht ihr jetzt ein Modell einer UV-Anlage. An dieser kann ich euch schön erklären, worum es sich dabei überhaupt handelt. Den kompletten Körper nennt man Reaktor, das ist der UV-Reaktor. Das Wasser läuft jetzt hier nach der Filtration in der unteren Öffnung ein, wird desinfiziert mittels UV-Licht und läuft dann oben an der oberen Öffnung wieder heraus. In dem Reaktor befinden sich zwei Quarzröhren. Diese Quarzröhren werden vom Wasser umflossen und in diesen Quarzröhren zum Schutz sind die UV-Strahler. Das UV-Licht sorgt dafür, dass Viren, Bakterien und Mikroorganismen so stark zerstört werden, dass sie für uns keinen Schaden mehr anrichten. Somit könnt ihr euer Trinkwasser bedenkenlos trinken. Das war das Modell und jetzt zeige ich euch unsere große UV-Anlage. Im Wasserwerk Burgau sind die UV-Reaktoren ca. 3 Meter hoch, besitzen statt 2 Strahlern 8 Strahler und können im Maximum 550.000 Liter pro Stunde frisches Trinkwasser desinfizieren. Und deswegen ist euer Trinkwasser einfach chlorfrei lecker.